Moin moin, herzlich willkommen zu einem kleinen neuen Video. Ihr wisst es alle, ich bin komplett im Stress. Börse, Bad Fallingbostel, keine Zeit, um jetzt groß was zu machen, zu tun. Ich bin tatsächlich auch wieder gesundheitlich noch nicht ganz auf dem Damm. Ich denke mal, man hört es mir an, meine Nase ist auch ein bisschen rot. Mich hat ein bisschen der Schnupfen erwischt. Ja, danke für Vic Medi-Night an dieser Stelle an die Menschheit. Bestes Zeug ever. Ich zeige euch jetzt mal, was ich alles eingepackt habe für die Börse am Sonntag, also für morgen, Bad Fallingbostel. Würde mich natürlich freuen, wenn viele von euch wieder kommen. Ein paar haben sich schon angekündigt, freue ich mich wahnsinnig drauf. Und ich zeige euch jetzt einfach mal, was ich so alles eingepackt habe. Und wünsche euch ein schönes Wochenende. Und ich freue mich auf alle, die am Sonntag da sind. Ne? Also, Rundgang geht los. Ja, Leute, auf der Börse gibt es natürlich nicht nur Insekten, sondern auch Reptilien. Diese wunderschönen kleinen Geckos habe ich auch mit in Bad Fallingbostel. Sind nicht meine eigenen Tiere, also keine von meinen Gecko-Nachzuchten, sondern von der lieben Anja. Die hat mich gebeten, die mitzunehmen. Und natürlich nehme ich die auch mit, stelle die extra. Und ja, Goldstaub-Taggeckos kennt der ein oder andere von mir wahrscheinlich auch, denn ich habe diese wunderschönen Geschöpfe nämlich auch. Wunderschöne Tiere, alles noch Jungtiere. Man kann leider das Geschlecht noch nicht sehen, sonst hätte ich mir nämlich selber noch welche rausgesammelt, denn ich finde diese Geckos wirklich, wirklich wunderschön. Auch wenn sie jetzt natürlich nicht so schön gefärbt sind, wie sie vielleicht sollten. Aber es sind extrem tolle, tolle Geschöpfe, ne? Ah, der ist ziemlich blass hier. Und der geht schon wieder einigermaßen. Ja, die kommen auf jeden Fall auch mit. So, was darf auf gar keinen Fall fehlen? Natürlich die Knusperfutterbox. Nur die echte bei uns bei Wirbellosen Paradies. Und natürlich verschiedene Humusarten. Eichenhumus mit weißfaulem Holz. Eichenhumus. Hier unter haben wir auch noch Flake Soil. Und. Das darf natürlich auf keinen Fall fehlen. Kaufen viele, gerade in der Insektenhaltung bei Tausendfüßlern und ist meistens auch radikal leer. Ich habe noch was stehen, ich werde morgen noch mal ein paar machen. Also heute machen, weil morgen ist ja Sonntag. Ja, sollte auf keinen Fall auf der Börse fehlen. Kommen wir zur nächsten Box. Hier sind die Mantis Starter Kits drin, 6 Stück noch. Sind übergeblieben von Rendsburg. Die nehme ich auch nochmal mit. Dann hier unten natürlich die Skorpione. Wunderschöne Tiere. Weibchen. Noch ein sehr kleines Weibchen. Aber da sind ja auch größere Brocken drin. Ja. Leute. Was ein Anblick. Wirklich wahnsinnig, wahnsinnig schön. Ne? Ja, die Box wird noch aufgefüllt mit den Dosen, die hier oben stehen. Das sind die für die Phasmiden. Die werden ja heute Samstag gepackt. Samstagmittag, ihr wisst, das Video nehme ich jetzt am Freitag auf. Alles, was ich jetzt einpacken konnte, ist eingepackt. Und der Rest geht dann am Samstagmittag in die Kisten. Ne? Kommen wir zur nächsten Box. Hier haben wir die Krabben. Dann haben wir Käferlarven, Käfer, was haben wir hier noch? Nochmal Käferlarven, dann haben wir hier hinten die Tausendfüßler. Da drunter ist auch nochmal eine Lage mit Tausendfüßlern. Hier die Auti-Tausendfüßler, mega schön, echt tolle Tiere. Da unter ist auch noch alles voll Schnecken. Was haben wir hier? Weiße Asseln, ganz, ganz viel Kiste, Rappedicke voll. Ja, Leute, jetzt kommen wir zum Herzstück. 256 Gottesanbeterinnen. Leute, ich habe richtig Bock auf die Börse. Cribota gammatus, Orchideenmantis, Paradoxas, die große Teufelsblume, Orchideenmantis, Pakuli, die große indische Gottesanbeterin in verschiedenen Stadien. Und. Also, ich glaube, ich habe 10 oder 12 verschiedene Gottesanbeterinnenarten mit. Entweder einzeln
oder im Fünferpack oder. Also da findet jeder was, Anfänger wie Fortgeschrittener, vorbeikommen und zu wirklich knackigen Preisen, ne? Hier, Cribota Gammatos L2, L3, 3 Euro, Orchideenmantis, für alle, die kommen und Bock auf Orchideenmantis haben, Orchideenmantis, L2, L3, nicht weiter sagen, für 8 Euro, nur am Börsenpreis, kriegt ihr wirklich nur im Bad Fallingbostel bei mir am Sonntag für 8 Euro das Stück. Leute, lasst es euch auf der Zunge zergehen, ne? Also wirklich, wirklich krass, krass, krass. Ja, das war der Kurzbericht und ich wünsche euch allen einen schönen Sonntag. Freue mich auf alle, die vorbeikommen. Und ja, Kuss auf die Nuss. Wir sehen uns. Nicht vergessen, teilen, liken, abonnieren und bis bald. Ciao.